Hallo liebe Freunde, mein Name ist Peter Losen, ich bin Vorsitzender des Schaustellerverbands 1898 e.V. Aachen, Geschäftsführer der Städteregion Aachener Schaustellerverbands Dienstleistungsgesellschaft und selber Schausteller mit einem Autoscooter aus Leidenschaft aus der Kaiserstadt Aachen. Und wir machen hier einen temporären Freizeitpark auf dem Oescher Bend. Das ist, ich möchte es vorher sagen, bevor wir uns darüber jetzt unterhalten, für mich eine Notdurft der Geschichte, dass wir so etwas machen müssen. Wir möchten es machen, um zu zeigen, dass wir es können. Wir sind in der Region jetzt der letzte temporäre Freizeitpark. Die ersten sind an den Start gegangen in Eschweiler und in Düren. Der letzte zu sein, ist nicht immer der schlechteste. Wir haben gelernt aus den beiden ersten. Wie lange hat jetzt hier die Planung gedauert und gab es da Probleme mit der Umsetzung und wie war das hier mit den Ämtern und so weiter? Haben die da direkt mitgespielt oder war das problematisch? Ich hatte mir das einfacher vorgestellt, weil hier auf dem Gelände ist doch immer zweimal im Jahr die Kirmes Oescher Bend. Und dann habe ich gedacht, ja, dann stellst du einfach den Antrag, dann kriegst du die Genehmigung oder nicht. Aber nein, man lernt ja sehr viel. Du musst einen Bauantrag stellen, du kriegst, musst ein Lärmgutachten erstellen und es ist ganz neu. Das heißt zu Deutsch, wir hatten sehr viel Unterstützung von den Fachämtern gehabt. Wir haben mit allen 4, 5 Fachämtern, die involviert waren, gut zusammengearbeitet. Aber wir mussten auch liefern und vorlegen. Es wird nichts getan, ohne die Regeln einzuhalten. Das heißt, es hat letztendlich gut geklappt. Dicke 3 Wochen Arbeit. Und jetzt haben wir eine Stunde auf und ich sag mal, vor 3 Stunden gab es das finale Okay. Ich habe gesagt, wenn das jetzt das finale Okay, heute Morgen habe ich noch gesagt beim Frühstück, wenn ich das finale Okay jetzt nicht bekomme nachher um 12, bin ich verschwunden, sieht man mich in Aachen nicht mehr. Aber ich habe es denn bekommen, wir haben mehr umgesetzt, als man verlangt hat. Das Bauordnungsamt hat sich alles angeguckt und ist durchaus zufrieden mit uns und jetzt geht's weiter. Wie sieht das aus mit dem Sicherheitskonzept? Wo herrscht hier Maskenpflicht und wie viel Eintritt wird erhoben hier? Ja, roundabout kann ich dir jetzt alles erzählen. Es wird Eintritt erhoben von 2 Euro. Wir haben eine Ampelzählanlage an beiden Eingängen. Also sprich, wir haben 2 Eingänge und 4 Ausgänge. Davon sind 3 Notausgänge. Und ich wollte mich nicht hinstellen und selber mit dem Tacker zählen, wie viele Leute kommen. Es gibt da viele Systeme. Wir haben uns entschieden, ein elektronisches System aufzubauen an jedem der Eingänge. Wenn 2000 Menschen in dem Park sind, ist die Ampel auf Rot. Und wenn 50 Menschen unter 2000 Menschen in dem Park sind, wird die Ampel wieder auf Grün geschaltet. Also es ist keine Manipulation da. Ich habe da ja mit meinem Namen unterschrieben, Markus. Du weißt, ich bin aus Aachen und ich habe mich da auf nichts eingelassen. Von wegen, da kannst du mal ein paar Leute mehr auf dem Platz lassen. Das machen wir nicht. Das machen wir Schausteller auch nicht. So haben wir uns für diese Ampelanlage entschieden. Die wird uns kostenlos erstellt von einer tollen Firma. Das ist die Firma Mais. Und sie will die auch bundesweit jetzt verkaufen für die Weihnachtsmärkte etc. etc. Wir haben 2 Waschanlagen bekommen. Eine in Eingang A und eine in Eingang B. Die hat unser Kollege Burgdorf, der ist hier Stammbeschicker mit seiner Petersburger Schlittenfahrt, mitgebracht. Eingezäunt waren wir ja schon immer. Du kennst den Bend. Ne? Bend ist ja auch der einzige Kirmesplatz mit dem Elefantenzaun drum. Das heißt, da brauchten wir nicht viel zu machen. Wir haben eine tolle Sache jetzt, weil wir etwas kleiner geworden sind, haben wir die Parkplätze auch auf dem Kirmesplatz. Du brauchst also praktisch nicht über die Straße zu gehen. Du kommst rein und parkst Eingang Lüsterfeldstraße, Schaustellerbüro, fährst du rein und kannst auch direkt parken und bist auch direkt auf dem Freizeitpark. Wo herrscht es hier? Maskenpflicht in den Anstellbereichen oder in den Attraktionen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder wenn man sich zum Beispiel eine Bratwurst kauft oder an den Spielgeschäften oder das Weitere? Ja, Markus, das ist ein heikles Thema. Das hast du jetzt angesprochen. Ich merke, du wirst immer professioneller und versierter mit mir. Aber man muss es ja sagen, man ist ja auch der Ehrlichkeit halber verpflichtet. Am Mittwoch kamen die neuen Corona-Regeln und man hat sich hier entschieden, dass auf dem Bend generell Maskenpflicht ist. Das war erstmal ein Schlag ins Kontor für uns Schausteller, weil wir das nicht erwartet haben, weil es ja auch nicht in der Landes-Corona-Verordnung drinsteht. Aber wir sind hier beim Gesundheitsamt der Städteregion Aachen veranlagt und man verlangt es von uns und wir Schausteller setzen es um.
Denn ich habe eben erzählt, wir haben heute erst vor 3 Stunden das Finale okay bekommen. Du glaubst ja wohl, dass ich schlecht beraten wäre, wenn ich vor dem finalen okay eines Bauantrages, den ich gestellt habe, den man mir in 2 Wochen genehmigt von allen Fachämtern, mich dennoch darüber aufrege, dass auf einmal etwas auf mich zukommt. Ich muss ja erstmal ans Rollen kommen mit den Schaustellern und mit dem Freizeitpark. Das haben wir jetzt. Wir befinden uns noch in Corona. Corona ist nicht gerecht, das weiß ich. Das wissen wir alle, spätestens seit Ostern, seit Frühjahr oder seit Recklinghausen, seitdem die Kirmessen abgesetzt worden sind. Corona ist nicht gerecht und wir wollen es umsetzen. Wir haben es auch sofort umgesetzt. Das heißt, jeder Imbiss und Verzehr im Vorübergehen ist untersagt. Jeder Imbiss oder jede Verzehrstelle hat einen über Nacht einen Essplatz einrichten müssen. Wir haben die Geschäfte noch auseinandersetzen müssen. Das hat sehr großen Einklang gefunden bei den Behörden. Und wir schauen jetzt mal, was auf uns zukommt. Aber ich sag dir eins, Kirmes Markus, ich habe es eben schon mal kurz im Vorgespräch erwähnt. Corona ist noch da. Wir leben noch in Corona. Und persönlicher Profit geht nicht vor Gesundheit der Menschen. Das heißt, zunächst einmal ist Safety first. Und zunächst einmal setzen wir um. Was daraus wird, sehen wir jetzt. Wir haben noch 4 Wochen Zeit mit Gesprächen oder ob wieder eine neue Verordnung kommt, wie auch immer. Aber wir haben diese Corona-Verordnung umgesetzt, die uns erstmal geschockt hat. Aber wir haben es gemacht. Zur Corona-Zeit. Wie hast du die bis jetzt erlebt und was meinst du, wie es jetzt weitergeht mit der Kirmes? Tja, Kirmes Markus, ich hoffe, irgendeines Tages geht es weiter, so wie wir Kirmes kennen. Mit der neuen Normalität, die wir kennen, wie auch immer sie aussehen wird. Ne? Wir wissen ja gar nicht, wie die neue Normalität aussieht. Aber ich kann mir doch vorstellen, auch ich komme aus dem Betrieb Schaustellerei, aus einem alten Familienunternehmen. Wenn ich meine Großväter sehe, ich komme aus der Familie Losen, dann kann doch diese Tradition nicht durch so ein Unglück zu Ende sein. Ich denke mir, es rückt jetzt alles zusammen. Ich denke mir, wir werden diese Sache meistern und ich glaube auch, dass wir das schaffen. Es wird natürlich noch hart und schwer. Jetzt fallen die Weihnachtsmärkte oder die Weihnachtsmärkte kommen ins Gespräch. Abhaltung oder Nichtabhaltung. Wir kommen der Weihnachtszeit immer näher. Hier in Aachen haben wir schon lange auf ein doppeltes Pferd gesetzt. Wir haben ein Sommergarten gemacht für eventuelle Formalitäten, falls das mal anders oder falls mal schief geht mit dem Weihnachtsmarkt, haben wir wenigstens noch eine kleine Ersatzmöglichkeit. Wir kämpfen um jeden Meter, den wir bekommen können. Wir hoffen, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden. Der Aachener Weihnachtsmarkt ist eine sehr gute Veranstaltung, gehört zu den Top 5 in der Bundesrepublik Deutschland, europaweit. Das Finale okay, ist da auch noch nicht gegeben. Vielleicht wird der Weihnachtsmarkt ganz neu aufgestellt oder anders in Corona-Zeiten aufgestellt. Aber ich hoffe, dass dieser Spuk irgendwann mit einer Spritze, mit einer Tablette, wie auch immer man, dass der Spuk vorbei ist und dass wir in 5, 6, 7 Jahren hier sitzen an dieser Stelle auf dem Ben und sagen, weißt du noch, was da los war als Corona? Man kann sich ja gar nicht vorstellen. Früher hat man eine Woche keinen Platz gehabt. Jetzt hast du das ganze Jahr keinen Platz. Das ganze Jahr hast du. Und das Schlimmste war, wenn du heute denkst, ich habe das ja vorher ja gar nicht gewusst, bei der letzten Bratwurst, die ich verkauft habe am Weihnachtsmarkt. Oder in Hückelhofen habe ich letztes Mal meinen Scooter aufgebaut. Da habe ich abends gesagt, am Familien, da war Feuerwerkstag, Dienstagabend. Also um 11 Uhr, ich kann nicht mehr. Feierabend, Ende, aus. Hätte ich gewusst, da stände ich ja heute noch in Hückelhofen mit Scooter machen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich nie mehr wieder mich in meinen alten Scooter reinsetze. So, ich hoffe, dass wir alle da drüber kommen. Da will ich ein bisschen melancholisch werden, Markus, du kennst mich. Ich bin manchmal so und manchmal so. Aber ich hoffe, dass wir zusammenrücken und ich hoffe, dass dieser Spuk irgendwann mal vorbei ist. Ich denke, er dauert noch ein bisschen. Der Schausteller muss ja reisen, darum heißt er ja auch Schausteller oder Reisender. Und das ist ja im Moment nicht gegeben. Das ist doch ganz schlimm für euch, oder? Ja, selbstverständlich. Es ist ganz schlimm für uns. Deswegen kommen ja auch schon welche, die reisen mit den temporären Freizeitparks. Ja? Aber das will ich nicht machen. Nach der Sache Aachen ist für mich Saisonende. Und du siehst ja auch, ich habe ja auch meinen Scooter hier in Aachen gar nicht gebaut. Es ist ja auch, ich bin ja auch nicht nur Reisender. Ich muss ja auch kalkulieren und rechnen. Ich bin Unternehmer und muss rechnen. Und wenn ich für einen Platz meinen Scooter raushole, was ich da alles amortisiere,
fangen bei der Versicherung, beim TÜV, bei der AOK, beim Personal, bei der Berufsgenossenschaft, fangen an. Das lässt sich von einem Kirmesplatz wie Aachen gar nicht erwirtschaften. Und da ich auch schon, du weißt, wir sind seit mehr als 100 Jahren mit dem Autoscooter in Düren auf der Anna-Kirmes. Und die machen ja jetzt auch das Sommer-Special in Düren, die lieben Kollegen. Habe ich sofort gesagt zu dem Vorsitzenden, der das macht, das ist auch mein Vorsitzender, habe ich das auch sofort gesagt, weil ich im Dürener Verein bin, ich tue mich da raus, ich fahre da nicht hin, ich fahre mit meinem Skoter nur eventuell eine Sache raus. Ich habe lange mit meiner Familie gerechnet und habe dann gedacht, es lohnt sich nicht für einen Platz, das alles zu amortisieren. Und dann haben wir überlegt, mein Platz, da haben sich sofort zwei andere Autoscooter mit befasst. Ist klar, wenn du irgendwo was frei machst, ist doch klar. Dann rückt man schnell nach, ist ja verständlich. Also kam für mich dann nur die Dagmar Osselmann in Frage. Die hat ihren ganzen Unternehmen schon motiviert für das Düsselland. So, und die kann hier etwas dazu verdienen, damit sie die Kosten einholen kann. Und sie hat sich sehr bedankt. Sie hat zu mir gesagt, Peter, das finde ich toll. Und ich finde das toll, wenn du mir den Platz hier warm hältst. Ich hätte es der Stadtverordnetenversammlung nicht erklären müssen. Ich bin trotzdem hingegangen zu meinem Bürgermeister und zu meinen Stadtverordneten und habe gesagt, pass auf, wenn ihr mal zum Band kommt, ihr sucht mich vergeblich, ich bin nicht da. Ich habe das so und so gemacht und alle haben zu mir gesagt, Peter, da hast du recht gehandelt. Denn du musst heute nicht nur Schausteller und Reisender sein, du musst auch Rechner und Unternehmer und Kalkül denken können. Am 16.08.2010 startete ich meinen Kanal YouTube Kirmes Markus hier in Aachen am Öscher Band. Somit feiere ich in diesem Jahr 10 Jahre Kirmes Markus. Und wenn im vorigen Jahr mir jemand gesagt hätte, dass ich in diesem Jahr hier sitze, in einem Pop-Up-Park, den hätte ich für verrückt erklärt. Sag sowas nicht, Pop-Up-Park. Das ist ein Freizeitpark. Ich habe ja eben gesagt, Menschen, wenn ich die alle höre, die Pop-Up-Park, die fangen ja jetzt an, die sind ja alle Parkbesitzer. Ich bin und bleibe Schausteller und bleibe, guck mal hier meine Hand, da habe ich Platten mitgefahren. Da habe ich den Skoter mein Leben lang mit aufgebaut. Ich bin 57 Jahre, ich bin und bleibe Schausteller. Pop-Up-Park. Ich habe die Tage eben einen angerufen von irgendeinem Schaustellerkollegen, wollte nur etwas wissen. Da war die Frau am Telefon. Ich sage, wo ist denn dein Mann? Er sagte zu mir, sag die Frau so, der ist im Freizeitpark. Da habe ich mir erlaubt zu sagen, hör zu Markus, dann habe ich mir erlaubt zu sagen, hat er denn jetzt Urlaub? Jetzt ist doch so und so. Ihr sagt doch jetzt das Geschäft auf. Nein, Peter, wir reden doch, das ist doch der Freizeitpark. Also, ich bin und bleibe Schausteller, es ist ja nur die Gesetzeslücke. Wir machen ja dasselbe. Und es haben mir auch viele angerufen, Markus, viele angerufen, jetzt wie wir gesagt haben, wir machen den Park. Herr Losen, ich habe gehört, Sie machen einen Freizeitpark, Dekorationsmittel. Ich sage, das können wir anderen Leuten. Herr Losen, der Nächste, was weiß ich aus Süddeutschland, wir bringen Ihnen Blumen. Ja, Blumen, sage ich, können wir mit zur Beerdigung bringen, jetzt machen wir eine Kirmes. Jeder kann einen Blumenstrauß an seinem Geschäft, da bin ich nicht mehr zuständig. Wir haben so kirmesnah gehalten wie möglich. Denn Kirmes ist das, was wir Schausteller können, Markus. Ein Freizeitpark. Ich setze mich nicht auf der Stufe mit Herrn Löffelhardt und ich setze mich nicht auf der Stufe mit Herrn Mack oder eher in einen anderen Parkbesitzer. Wir können Kirmes und machen es durch die Nische Pop-Up-Park oder Freizeitpark und deswegen machen wir das, damit wir am Rollen bleiben. Was wird hier alles an Attraktionen geboten? Ja, Kirmes Markus, der Autoscooter Diamond von Osselmann ist zum ersten Mal in Aachen und ich glaube und hoffe auch zum letzten Mal. Denn der Fighter vom Harry Bruch, denn die Petersburger Schlittenfahrt, der ist bei uns Stammbeschicker, kann man so sagen. Er kommt immer gerne nach Aachen. Übrigens, schön, den habe ich angerufen, gesagt, wir machen was in Aachen. Ich sagte, Peter, egal, ich komme, du kannst es machen, wann du willst. Ist der erste Platz und der einzige Platz, ich komme gerne zu dir. Ich bin Stammbeschicker in Aachen, ich finde es immer sehr schön in Aachen. Dann Fritz Heidmann mit der großen Wildwasserbahn, ist auch schön. Für einen Freizeitpark ist das ja herrlich, gerade bei diesen Temperaturen. Prenzlin Deiner mit der X-Faktor-Schaukel ist auch immer ein gern gesehener Gast hier in Aachen. Im Breakdance haben wir normalerweise einen anderen, du weißt, die Familie Dreher-Vespermann. Dafür haben wir dann den Williambruch mit dem Breakdance. Und dann haben wir noch die schöne Gebirgsachterbahn von der Familie Vorlob. Und dann sind wir rum, denn natürlich viele kleine Geschäfte, natürlich der Kinderautoscooter vom Rolf Lenzen darf hier nicht fehlen, die Kinderachterbahn, Norbert Kraftscheck, der auch bei uns ist im Verein, fantastische Reise und noch kleine Kinderkarussells, ein paar Imbissbuden, du siehst hier ich mit meinem Biergarten
und mal ein Imbiss. Ich habe noch einen vergessen, Hermann Fellauf, Geisterdorf ist auch bei uns. Sag mal Peter, was gibt's hier an Spielgeschäften? Entchenangeln, Schießbude, Bogenschießen, Kamelrennen, ja und Greifer natürlich. Und nicht zu vergessen sind die kirmestypischen Spezialitäten wie frisch gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, kandierte Früchte, Churros, Slush-Eis, Crepe, Popcorn, Bock-Spezialitäten und alles, was das Herz begehrt. Ja, und nun begrüßen wir Lilly Losen. Und du hast dich verletzt, ne? Ja, ich habe mich verletzt, was soll ich dazu sagen, ne? 2020 ist, glaube ich, nicht mein Jahr. Erst kam Corona und jetzt kamen die Füße, beide gebrochen. Ja. Ist vor 2 Wochen im Sommergarten passiert. Wir haben hier in Aachen den Sommergarten mit einheimischen Betrieben hier aus Aachen. Haben wir einen sehr großen Biergarten, über 600 Sitzplätze auf dem wunderschönen Schio-Gelände. Der ein oder andere kennt das Schio ja. Das jedes Jahr stattfindet und da auch dieses Jahr kein Schio stattfinden kann, haben die uns das Gelände zur Verfügung gestellt. Ist ein bisschen außerhalb, nicht in der Innenstadt, aber trotzdem wunderschöne Parkanlagen mit viel Grünfläche. Und jeder, der Lust hat, kann uns da gerne besuchen. Da sind wir nämlich noch bis Ende Oktober und falls der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden sollte, dürfen wir da auch so ein kleines Winter Wonderland machen. Hallo, ich bin die Dagmar Osselmann und ich begrüße euch hier auf dem Öcherwend Freizeitparkgelände. Ja, das ist sehr ungewöhnlich, weil dieser Platz hier der Heimatplatz von meinem Kollegen Peter Losen ist und ich hier noch nie gestanden habe und hier auch nie stehen werde, weil es eben seine Heimat ist und wir zu der Zeit ja auch ganz woanders gastieren normalerweise. Jetzt hat der Peter mich gefragt, ob ich hierher kommen möchte, weil er seinen Autoscooter noch in der Halle stehen hat, weil er dieses Jahr noch gar nicht rausgefahren ist, weil es ja gar keine Festplätze gab. Und ich jetzt schon in Düsseldorf war, in Düsseldorf, und habe 6 Wochen mit dem Scooter schon gespielt. Und deswegen hat er mich gefragt, ob ich in diesem Ausnahmejahr, ob ich in diesem Jahr hier für ihn aufbauen möchte. Kannst du was über euren Scooter sagen, wer der Hersteller ist und ob ihr auch diese Drifting-Fahrzeuge habt? Genau, der Autoscooter ist noch von der Firma SCC aus Italien. Unsere Autoscooter-Schienen sind ganz neu. Das sind 30 ganz neue Modelle New York von der Firma Bertason. Und 10 Modelle sind mit Drifting-Effekt, also die driften dann. Ja, das ist jetzt ja der neueste Schrei. Und der macht natürlich mächtig Spaß bei der Jugend. Ne? So ein Pop-Up-Park ist ja nur eine Notlösung und soll nicht die Kirmes ersetzen. Richtig, das ist eine Notlösung, das ist Wasser auf einen heißen Stein. Das kann man mit Kirmes auch überhaupt nicht vergleichen. Es hält uns im Moment einfach nur am Leben, mehr ist es nicht. Was meinst du, wie es mit der Kirmes weitergeht? Ich bin frohen Mutes und guter Hoffnung, dass wir 2021 eine relativ normale Saison hinbekommen werden. In diesem Sinne hoffen wir das Beste. Möchtest du vielleicht die Leute nochmal einladen, dass sie hierher kommen, euch besuchen? Ja klar, also ich bitte euch alle, kommt, unterstützt uns alle. Es ist hier wirklich super aufgebaut, es ist hier eine gute Stimmung, es ist für jeden was dabei, auch für die Eltern, für die Kinder, für die Jugend. Also eine ganz tolle Mischung. Kommt her und mit jedem Euro, den ihr hier lasst, könnt ihr uns helfen, dass wir überleben können und nächstes Jahr hoffentlich auch alle noch da sein werden. Du kannst dich noch mal vorstellen. Ja, ich bin der Justin. Wir haben uns das letzte Mal in Düsseldorf getroffen. Genau, da haben wir dir das Karussell ein bisschen gezeigt. Das war interessant und spannend. Und ist ja auch sehr cool geworden, wie ich die Resonanzen gehört habe.
für alle Interessierten nochmal ganz schnell die technischen Daten. Ja, also drei Transporte, 90 kW Gesamtleistung, Karussell ist der Breakdance von Huss und betrieben wird er hier von der Familie Bruch. Karl Samo, schmeiß ihn an die Hütte. Hallo, ich bin die Celine, bin 20 Jahre und bin heute mit dem Kirmes Markus hier in Aachen auf dem Freizeitpark Öscher Bandgelände und freue mich mit Ihnen heute in Aachen auf Tour zu sein. Also, wir fangen mal an. Ich glaube, du musst jetzt erstmal die Maske aufziehen. Ja, genau. Also dieses Jahr ist es halt so, wegen Corona müssen wir halt mit Masken da rumlaufen. Ich nehme euch jetzt mit zum Sicherheitskontrolle und dann zeige ich euch mal, wie das alles vonstatten geht. So, ich nehme euch jetzt mit. Jetzt einmal vorbildlich Hände waschen. Hallo, hallo. So, jetzt sitzen wir hier am alten Coaster von Vorlauf und ich glaube, die testen wir jetzt mal, oder Markus? Ja, und ganz wichtig, immer die Hände desinfizieren. Genau, also das ist halt jetzt die Vorschrift und das sollte man auch akzeptieren, so wie es ist und einfach genießen trotzdem. So Leute, hier könnt ihr euch eure Bilder abholen, die sehen super aus. So, jetzt stehen wir gerade vor dem Fenster von Druck und ich gehe jetzt mal dahin und gehe mir mein Ticket holen.